Mit unserer heutigen Online-Diskussion aus der Luft staatliche und nichtstaatliche Luftüberwachung möchten wir gewissermaßen den Kreis schließen und den Blick auf Grenzen aus der dritten Dimension fokussieren. Also ein heutiger Blick von oben auf die Grenzen innerhalb der Europäischen Union und ihrer Außengrenzen. Es ist uns eine wirklich ganz besondere Freude, hierzu drei Expertinnen begrüßen zu dürfen, den Journalisten Matthias Monroy, den Piloten Manos Radisoglu von der Humanitarian Pilots Initiative und Katharina Lobenstein von der Zeit, die die Rolle der moderierenden Expertin übernehmen und Ihnen beide Diskutantinnen gleich vorstellen wird. Ich habe jedoch das Vergnügen, Ihnen Katharina Lobenstein kurz vorstellen zu dürfen. Katharina Lobenstein ist Redakteurin bei der Zeit. Sie arbeitete dort zuerst im Wirtschaftsressort, dann als Korrespondentin in der Parlamentsredaktion mit Schwerpunkt Asyl- und Migrationspolitik. Darin führte sie ausgiebige Recherchen entlang der Fluchtrouten und EU-Außengrenzen in Griechenland, auf dem Balkan, dem Mittelmeer sowie in Nord- und Westafrika. Seit 2021 arbeitet sie als Redakteurin im Dossier der Zeit. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2018 mit dem Henri-Nannen-Preis. Es ist uns eine große Freude, Sie alle drei bei uns begrüßen zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie drei und ich gebe das Wort an Sie, Frau Lobenstein. Ja, ganz vielen Dank für die nette Begrüßung, lieber Herr Busch. Ihnen ein herzliches Willkommen an den Bildschirmen da draußen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Gesprächsrunde heute. Wir wollen heute über Grenzen sprechen, genauer gesagt über die Außengrenzen der Europäischen Union. Die sind in letzter Zeit so ein bisschen aus dem medialen Fokus geraten. Das ändert nichts daran, dass dort weiterhin Zehntausende Menschen versuchen, auf den Boden der EU zu gelangen, was ja in der Regel die Voraussetzung dafür ist, dass man Asyl beantragen, also Schutz suchen kann. Das sind Menschen, die vor Armut fliehen, vor Krieg und Konflikten, vor politischer Verfolgung, auch Menschen, die ihre Verwandten wiedersehen wollen. Kinder, Eltern, Ehepartner, die vor ihnen geflohen sind. Lassen Sie uns ganz zu Beginn vielleicht anfangen mit ein paar Zahlen von diesen Außengrenzen. Auf der Balkanroute, die Sie alle kennen werden aus den Nachrichten, also die Route, die von der Türkei über Griechenland und dann die Balkanstaaten nach Zentral- und Westeuropa führt, dort sind allein laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks 12.000 Menschen allein im Juni unterwegs gewesen. Vor allem Menschen aus Afghanistan, aus Pakistan und Syrien. Auf der westlichen Mittelmeerroute, das ist die Route, die von zum Beispiel Marokko oder den westafrikanischen Staaten Richtung Kanaren führt, also die Inseln, die ja auch zur EU gehören, da sind im Laufe des Jahres bislang etwa 12.000 Menschen gezählt worden. Und auch über das zentrale Mittelmeer fliehen weiterhin Zehntausende Menschen. Auch diese Route ist aus den Medien bekannt. Das ist die Route, die von Libyen und anderen nordafrikanischen Staaten vor allem nach Italien führt. Dort sind laut offiziellen Angaben in diesem Jahr rund 40.000 Menschen angekommen. Mehr als 1.000 Menschen sind auf ihrem Weg in die EU gestorben. Das ist die Zahl, die bekannt ist. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Und das heißt, diese Route über das Meer ist nach wie vor eine der gefährlichsten Fluchtrouten auf der ganzen Welt. Und sie ist eine Fluchtroute, die immer engmaschiger überwacht wird. Nicht nur, aber vor allem, und darüber wollen wir heute reden, aus der Luft. Mit Hubschraubern, mit Flugzeugen, mit Drohnen und auch mit Luftschiffen, über die Sie ja heute schon viel gehört haben. Wie genau also wird dieser Luftraum kontrolliert? Wer tut das und mit welchen Interessen? Vielen staatliche Organisationen, zum Beispiel Frontex, das ist die Grenzschutzorganisation der EU, und welche Rolle spielen zivile Organisationen? Darüber wollen wir heute sprechen mit zwei Experten, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Der eine vor allem vom Boden aus als Forscher und der andere vor allem aus der Luft als Pilot. Bevor ich Ihnen die beiden vorstelle, erlauben Sie mir noch zwei Hinweise an dieser Stelle. Der eine Hinweis betrifft die Bilder, die wir heute zeigen werden. Beide unserer Experten haben Fotos mitgebracht. Das sind Fotos, die zum Teil nicht leicht zu ertragen sind. Wir haben uns aber entschieden, vor allem weil eben so wenig berichtet wird derzeit von den Außengrenzen und darüber, was dort passiert, dass wir diese Bilder trotzdem zeigen wollen. Der zweite Hinweis betrifft unsere Gesprächsrunde selbst. Wir werden unter anderem aber viel über Frontex reden, über die Grenzschutzagentur. Wir werden auch
über Airbus reden, ein Unternehmen, was für unser Thema wichtig ist. Wir hätten viel lieber mit diesen beiden Akteuren gesprochen. Leider haben beide unsere Einladung für dieses Gespräch nicht angenommen. Umso mehr freue ich mich, Ihnen unsere beiden Gäste vorzustellen und dass Sie die Zeit gefunden haben, heute zu kommen. Einer von Ihnen ist Matthias Monroy. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Migration, Grenzschutz, mit staatlicher Überwachung und besonders mit der Rolle, die Drohnen bei all dem spielen. Er ist unter anderem Redakteur bei der Zeitschrift Zielift. Das ist eine Fachzeitschrift, die sich mit Bürgerrechten und der Polizei beschäftigt. Er hat einen eigenen Blog und er hat mehrere ausführliche Studien zu unserem Thema veröffentlicht. Die letzte davon ist kürzlich erschienen im Auftrag der Fraktion der Linken im Europäischen Parlament. Und diese Studie dreht sich um die Drohnen, die bei der Überwachung der EU-Außengrenze eingesetzt werden. Also genau um das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ganz herzlich willkommen, Matthias Monroy. Unser zweiter Gast ist Manos Radisoglu. Er ist hauptberuflich Pilot und Fluglotse. Er arbeitet bei der Deutschen Flugsicherung in Frankfurt und ist uns von dort heute auch zugeschaltet aus Frankfurt. Er arbeitet in Teilzeit, sprich er hat pro Monat, sagt er, hat er mir erzählt, ungefähr eine Woche freie Zeit. Und die nutzt er seit 2017, um für eine Hilfsorganisation namens HPI zu arbeiten. HPI, das steht für Humanitarian Pilots Initiative. Das ist also eine Hilfsorganisation mit Sitz in der Schweiz. Und sie kümmert sich darum, private Seenotrettungsorganisationen aus der Luft zu unterstützen. Am Dienstag erst ist er zurückgekehrt von seiner letzten Mission auf Lampedusa. Schön, dass Sie trotzdem die Zeit gefunden haben heute. Herzlich willkommen, Manos Radisoglu. Ich glaube, Herr Radisoglu. Ja, vielen Dank. Hallo. Stumm geschaltet, genau. Herr Radisoglu, Sie fliegen also einmal im Monat nach Lampedusa. Dort besteigen Sie ein kleines Flugzeug, so ein Leichtflugzeug, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann fliegen Sie Ihre Mission. Was genau machen Sie da? Genau, also wir fliegen mittlerweile von Lampedusa los, fliegen je nachdem, welches unserer beiden Flugzeuge wir nutzen, die ich gleich nochmal zeigen kann, dort für Menschenrechtsverletzungen stattfinden, gerade von Seiten der EU mit Hilfe von Frontex und so weiter. Also es geht um Menschenrechtsverletzungen während dieser Rettungsaktionen dann auf dem Wasser, die Sie von oben beobachten. Genau, also wir haben mehrfach miterlebt, wie zum Beispiel die Armed Forces Malta, das maltesische Militär, zu Booten hingefahren ist und anstatt sie zu retten, nur den Motor repariert hat, wenn wir Glück haben, gerade noch so live, also Rettungswesten ausgegeben hat und dann den Menschen gesagt hat, so ungefähr, hier geht's nach Italien, anstatt die Menschen auf deren eigenes Boot zu retten, um sie nach Malta in Sicherheit zu bringen und damit sie einen weiteren Tag oft, obwohl die Menschen schon teilweise zwei Tage auf einem hochseeuntauglichen Schlauchboot waren, nochmal einen Tag zuzumuten in der prallen Sonne, oft ohne Verpflegung, ohne Wasser. Da wird dann nicht gerettet und stattdessen wird gesagt, ja, fahrt mal weiter und schaut, wie weit ihr kommt, so ungefähr. Bevor wir über diese Rettungsaktion selber sprechen, über das, was Sie aus Ihren Flugzeugen heraus sehen, sollten wir vielleicht einmal klären, was es für Akteure eigentlich gibt auf diesem Gebiet. Das ist ja eins, von dem man als Außenstehender wenig zu sehen bekommt. Das findet auf dem offenen Meer und in der Luft statt. Herr Monroy, Sie beschäftigen sich da seit vielen Jahren mit. Können Sie uns, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen, einmal so eine Art groben Überblick geben, wer fliegt dort eigentlich in diesem Luftraum, über den wir hier sprechen, also in diesem Fall jetzt über dem zentralen Mittelmeer, was für Akteure sind da in der Luft, was für Fluggerät gibt es da und warum tun die das? Naja, abgesehen von der zivilen Luftfahrt natürlich, fliegt dort Frontex mit Flugzeugen und Drohnen in der Region und dann gibt es die europäische Militärmission EUNAVFOR MED. Die hatte früher den Beinamen Sophia, jetzt heißt sie Irini. Und dort gibt es auch verschiedene Flugzeuge, das sind in der Regel so Seeaufklärer. Auch die Bundeswehr hat so einen Seeaufklärer beigesteuert gehabt, der in dem Gebiet unterwegs war. Also der dann in der Regel von Deutschland aus gestartet ist, dort hingeflogen ist, ein paar Stunden aufgeklärt hat und wieder zurückgeflogen ist. Die libysche Küstenwache oder überhaupt irgendwelche libyschen Behörden verfügen bislang über keine Flugzeuge oder Hubschrauber. Das ist in der Pipeline. Also die libysche Regierung hat 10 Hubschrauber bei Airbus bestellt.
Bis das so ist, haben die aber keine Kapazitäten in der Luft. Warum fliegen die Frontex zum Beispiel, warum fliegen die dort? Ja, also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, weil sie de facto die Luftaufklärung für die libysche Küstenwache übernehmen. Also die Frontex-Mission Themis im zentralen Mittelmeer hatte ja früher auch eigene Schiffe dort. Die sind größtenteils abgezogen oder das Einsatzgebiet hat sich verkleinert. Also die fahren eigentlich, wenn man so will, nur noch vor der italienischen Küste und warten, wer es bis dorthin schafft, wenn man so will. Und dafür wurde die Luftaufklärung ausgebaut, also zuerst mit Flugzeugen, dann mit Drohnen. Und diese Flüge erfolgen vor der libyschen Küste, also nicht in der 12-Meilen-Zone, das wäre nicht erlaubt, aber alles darüber hinaus. Also das sind keine libyschen Gewässer mehr. Das ist trotzdem, das ist die Hohe See. Es ist zwar die libysche, teilweise überschneidet sich das noch mit der Wirtschaftszone, aber das sind internationale Gewässer, über denen Frontex relativ nah vor der libyschen Küste dann fliegt. Ursprünglich, also vor einigen Jahren, als diese europäischen staatlichen Missionen gestartet sind oder ausgebaut wurden, da war das so, ich erinnere mich da selber noch von eigenen Recherchen dran, dass wenn zum Beispiel ein Boot mit Menschen, die nach Europa fliehen wollten, in Seenot geraten ist oder überfüllt war und deshalb sozusagen jederzeit dort Gefahr bestand, dann war das so, dass derjenige, der dieses Boot gesichtet hat, das konnte also zum Beispiel die italienische Küstenwache sein, das konnte ein Flugzeug der spanischen Armee sein, das konnten private Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch sein, die haben dann das, was sie gesehen haben, die Koordinaten an das Seenotrettungszentrum in Rom geschickt und dann wurde sozusagen eine Rettungsaktion eingeleitet. Und was man damals sehen konnte, war, dass eigentlich alle Akteure so an mehr oder weniger an einem Strang gezogen haben. Also es gab Situationen, da sah man wirklich verschiedenste Schiffe von privaten Rettern, vom Militär. Oben kreiste noch ein Flugzeug, ein Militärflugzeug. Das, was Sie jetzt schildern, klingt anders. Können wir vielleicht einmal diesen Schritt zurückgehen und können Sie beide gerne einmal erklären, was sich da verändert hat in den letzten Jahren? Soll ich beginnen? Gerne. Also verändert hat sich, dass die Europäische Union mit viel Geld Italien damit beauftragt hat, in Libyen eine Leitstelle für die Seenotrettung einzurichten. Ab 2018 wurde die dann bekannt gegeben. Vorher hat das Italien übernommen. Also vorher, wie Sie gesagt haben, gab es diese Seenotleitstelle in Italien, die auch die libyschen Gewässer mit quasi beaufsichtigt hat. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang, solange die betroffene Regierung dem zustimmt, also Libyen in dem Fall. Da hat sich dort natürlich niemand drum gekümmert gehabt in den verschiedenen Bürgerkriegen und so weiter. Und de facto gibt es diese Seenotleitstelle aber nicht. Das wird Herr Radisoglu wahrscheinlich bestätigen können. Wenn die angerufen wird, nehmen die entweder nicht ab oder sie sprechen kein Englisch oder sie legen eben wieder auf, antworten nicht. Also die Seenotleitstelle erfüllt überhaupt nicht die Kriterien, die eigentlich vorgeschrieben sind, also auch Ambulanzfahrzeuge vorzuhalten, 24/7 erreichbar zu sein und so weiter. Und wir sehen das eigentlich eher so als ein Feigenblatt, also diese Einrichtung dieser Seenotleitstelle, damit die Küstenwache quasi die offizielle Erlaubnis hat, sage ich jetzt mal so völkerrechtlich, die Geflüchteten zurückzuholen. Das wäre so meine Beschreibung. Herr Radisoglu, welche Erfahrungen haben Sie mit dieser in Libyen eingerichteten Seenotleitstelle gemacht? Sie sind ja derjenige, der die dann anfunken muss, wenn Sie aus der Luft ein Boot mit Flüchtlingen sehen, die in Seenot geraten sind. Also unser Konzept ist folgendermaßen, dass wir eine Person an Land haben von uns, von Sea-Watch, die unsere Kontaktperson aus dem Flugzeug ist, mit der wir per Satellitennavigation oder per Satellitenmessaging verbunden sind. Also an Land die, in Italien? In Nähe, die sitzt im Prinzip, kann überall sitzen. Mhm. Also das ist unser Ansprechpartner aus dem Flugzeug erstmal. Das heißt, alle Meldungen gehen an diese Person und die übernimmt dann den Kontakt zu den Seenotrettungsstellen, welche auch immer das dann zuständigerweise sind, eben auch in Libyen. Und genau wie Herr Monroy sagt, es ist, also wir haben mehrere Aufzeichnungen, wo es einfach unmöglich ist, eine Verbindung herzustellen. Und wenn, dann eben nicht auf Englisch, dann wird dann entweder Russisch oder Arabisch vorgeschlagen als Kommunikationssprache, das dann unsere Person an Land auch nicht unbedingt spricht. Und selbst wenn, muss eine internationale Seenotrettungsstelle
in der Lage sein, Englisch zu kommunizieren. Das andere, der direkte Weg, ist natürlich, wenn zum Beispiel Küstenwachen, Boote oder auch Handelsschiffe bei uns in der Nähe sind vom Flugzeug, dann können wir die direkt anfunken, informieren aber gleichzeitig auch immer die zuständigen Behörden, sprich im Normalfall Malta, Italien und eben Tripoli. Und was sich ganz stark verändert hat, seitdem ich angefangen habe, 2017 erinnere ich mich, war es so, dass wir so viele private NGO-Schiffe und wie Sie gesagt haben, eben auch militärische Akteure, Küstenwachenakteure aus Europa vor Ort hatten, dass immer eine Rettung oder was heißt immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen eine Rettung möglich war. Wir hatten teilweise 14 NGO-Schiffe draußen, die wir sofort anfunken konnten, die sofort ohne Diskussion hingefahren sind und die Menschen gerettet haben. Und durch diese ganzen politischen Blockaden, die in den letzten Jahren passiert sind, aus teilweise fadenscheinigen Gründen, die NGO-Schiffe blockiert haben, ist jetzt die Situation, dass wir entweder gar kein privates NGO-Schiff haben oder mal eins oder zwei, wie jetzt gerade aktuell sind, glaube ich, mal zwei draußen, die dann dort in einem Gebiet sind. Ich meine, zwei Schiffe auf einem Seemeilengebiet, was irgendwie ja, also von einer Ecke zur anderen 400 Kilometer sind, die brauchen natürlich auch ewig lang dahin. Und dann fährt eben die sogenannte libysche Küstenwache ihre Patrouille dort lang und greift auch teilweise ein, was dann natürlich dazu führt, dass laut uns völkerrechtswidrige Pushbacks passieren, weil die Menschen zurückgebracht werden in ein Land, wo ihnen Folter, Erpressung, teilweise der Tod drohen. Und das ist mit den Genfer Flüchtlingskonventionen nicht vereinbar. Und deswegen ist es für uns die klare Aufgabe von jedem Kapitän, der Flüchtende aufnimmt, sie in einen sicheren Hafen zu bringen, in den nächsten sicheren Hafen, der grundsätzlich in den meisten Fällen dort unten dann Lampedusa wäre. Also italienische Häfen. Das ist ja der große politische Streitpunkt immer gewesen. Wo sollen die Menschen hingebracht werden? Jetzt haben Sie, Herr Monroy, schon berichtet, dass sich die staatlichen Rettungsschiffe immer weiter quasi nach Norden verschoben haben, dort, wo diese Menschen gar nicht erst hingelangen häufig. Was ist mit den vielen anderen Schiffen, die ja dort langfahren? Also das Mittelmeer ist eine der Haupthandelsrouten. Da kommen all unsere Computer und T-Shirts, die wir aus China bestellen, quasi durch. Die sehen Sie ja auch aus der Luft. Was passiert mit denen? Also da haben wir ganz klar festgestellt, dass die zum großen Teil ihre Handelsrouten verlegt haben. Das heißt, sie vermeiden dort so weit südlich zu fahren oft, um überhaupt gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass sie zum Beispiel ein Boot mit Flüchtenden sehen, weil dann nun mal laut internationalem Seerecht sie auch verpflichtet sind zu retten und Hilfe zu leisten. Das heißt, wir haben ganz klar gemerkt, dass es leerer geworden ist, was die Handelsschiffe angeht und zusätzlich, dass die noch da sind, also gerade Hilfsschiffe für Ölplattformen zum Beispiel, dass die uns teilweise bewusst ignorieren. Also gerade vor 3 Wochen, als ich davor das letzte Mal unten war, hatten wir einen Fall, da kann ich später auch nochmal Bilder zeigen, wo eine Asso 25, das ist ein Ölplattformboot, in der Nähe war. Die haben nicht geantwortet auf unsere Hilferufe, bis dann irgendwann die sogenannte libysche Küstenwache kam und denen Anweisungen gegeben hat. Auf die hat sie dann plötzlich reagiert, aber auf uns nicht. Also auch da merken wir, dass es bei einigen Reedereien, ich will nicht sagen bei allen, weil wir haben manchmal auch wirklich positive Beispiele, wo ein riesiges Frachtschiff, was eigentlich auf dem Weg woanders hin ist, sagt, ja, natürlich helfen wir drehen um und wir fahren dahin und wir bleiben bei dem Boot, bis irgendwie Hilfe da ist. Aber zum großen Teil merken wir, dass einige Reedereien ganz klar die Ansage haben, nicht antworten und nicht darauf reagieren und so tun, als ob man es nicht sehen würde. Und wie das gerade auch die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, Kapitän, der dafür verantwortlich ist auf diesem Schiff, mit seinem Gewissen vereinbaren kann, ist mir persönlich ein bisschen ein Schleier auch. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Fotos mitgebracht. Wollen Sie vielleicht einfach einmal uns zeigen, wie das aussieht, was Sie dann von oben sehen? Genau, also ich kann mal, wenn man das sieht, meinen Bildschirm freigeben. Sehen Sie das? Ja. Ja, genau. Also das war unser erstes Flugzeug, die Moonbird, Cirrus SR-22 mit 4 Personen. Mit der können wir etwa 7 Stunden in der Luft bleiben von Lampedusa. Wir sind dann irgendwann auf das hier umgestiegen, ein zweimotoriges Beach Baron. Seabird wird die bei uns genannt. Mit der können wir noch länger aus der Luft bleiben, als uns Italien teilweise sogar verboten hatte,
Zu fliegen sind wir mit der aus Griechenland angeflogen. Das heißt, da waren wir dann über 10 Stunden in der Luft mit diesem kleinen Flugzeug, in dem es keine Klimaanlage, keine Toiletten gibt. Das ist natürlich schon nicht die bequemste Art, 10 Stunden zu verbringen, aber es funktioniert ganz gut. Genau, und dann kann ich gerne mal von dem letzten Fall, den ich beschrieben habe, hier jetzt, wie gesagt, das sind Bilder, wo man Menschen im Wasser sieht, die von einem gekenterten Boot zu sehen sind. Wer das nicht sehen möchte, jetzt vielleicht vom Bildschirm weg oder ja, das muss jeder für sich wissen. Das war der erste Eindruck, den wir gewonnen haben. Also ein Boot, was sich quasi einmal auf den Bauch gelegt hat und die Menschen, einige Menschen eben auf dem Boot sich noch retten konnten und einige daneben, die schon im Wasser waren. Da sind wir angeflogen gekommen und zu dem Zeitpunkt war eben kein Schiff in der Nähe und dieser Seenotfall war nicht bekannt. Das heißt, wir haben sofort per Funk auf einer allgemeinen Notfrequenz, die es in der Schifffahrt gibt, auf Kanal 16 einen Notfall rausgesendet an alle Schiffe in der Nähe und sind dann auch ein Stück weit, haben dann auf unserem Anzeigegerät, wo Schiffe in der Nähe sind, eins eben entdeckt oder zwei von diesen Handelsschiffen, Asso 25 und Asso Trenta waren das, zu denen wir dann hingeflogen sind. Und durch unsere Geschwindigkeit sind wir dann sehr schnell da und haben die eben direkt angefunkt, haben gesagt, 5 Meilen südlich von euch, also 8 Kilometer etwa südlich von euch, ist ein Seenotfall, da sind Menschen im Wasser, die ertrinken, fahrt da bitte hin. Und ihr seid dazu international verpflichtet. Und wie gesagt, da kam dann keine Antwort. Wir sind in der Zeit noch das weitere Seegebiet abgeflogen und haben immer wieder über Kilometer verteilt einzelne Menschen fernab von diesem Boot im Wasser gesehen. Das große Glück und was absolut nicht selbstverständlich ist in dem Fall, ist, dass die Leute Rettungswesten hatten. In den allermeisten Fällen haben diese Menschen auf den Booten keine Rettungswesten. Das heißt, gerade die seit nach unseren Berechnungen mindestens 4 Stunden, vermutlich sogar deutlich länger, weil die so weit von diesem Boot entfernt waren, im Wasser sein mussten, die wären einfach ertrunken gewesen, weil irgendwann die Kraft ausgeht, weil man auskühlt und so weiter. Und wir konnten dann, irgendwann hat die sogenannte libysche Küstenwache auf unseren Hilferuf geantwortet und ist eben angefahren gekommen. Und da war es besonders interessant an dem Tag, dass es 2 sogenannte libysche Küstenwachen uns geantwortet haben. Dieses eine Boot, was jetzt hier zu sehen ist, was dann relativ bald da war, wo auch tatsächlich ein sowohl Englisch als auch Italienisch sprechender Offizier an Bord war, der kommuniziert hat. Und eine andere libysche Küstenwache, die quasi nur Chaos gestiftet haben, weil sie erstens überhaupt kein Englisch verstanden haben, die wussten gar nicht, was da vor sich geht, die anscheinend von einem konkurrierenden Unternehmen sozusagen waren, von einer anderen Miliz oder wie auch immer, die da mitmischen wollten, aber eben nur reingefunkt haben und wir wussten auch nicht, wo die war. Wir haben die nie gesehen und von der Funkqualität war klar, dass die sehr weit weg waren. Und am Ende hat eben diese sogenannte libysche Küstenwache hier, dieses Boot mit der Nummer 654, die haben dann die Rettung zusammen mit diesem dann antwortenden Asso Venticinque-Boot übernommen und wir haben aus der Luft eben gesagt, wo noch überall Menschen im Wasser sind. Also es war, wie gesagt, über Kilometer verteilt. Wir waren fast 5 Stunden sind wir an dieser Stelle gekreist, um möglichst alle Menschen, die da verteilt im Wasser sind, noch zu finden, weil wir aus der Luft natürlich eine viel bessere Übersicht haben. Und die Überlebenden von dem Boot hatten gesagt, sie waren ursprünglich 39 Menschen auf dem Boot, von denen jetzt letztendlich, bis wir die Rettungsaktion abgebrochen haben, weil es dunkel wurde, weil wir auch niemanden mehr gesehen haben, 34 Menschen gefunden. Das heißt, wir wissen da, dass mindestens 5 Menschen verschollen sind, die vermutlich auch in keiner Statistik auflaufen, weil sie nicht gefunden wurden. Und da kommt es immer darauf an, wie das IOM das wertet, ob das dann bestätigte, vermisste Fälle sind oder eben man sie als tot zählt oder sie gar nicht in der Statistik auftauchen. Also IOM, die internationale Organisation für Migration, die genau versucht, die Toten zu zählen. Was ist aus den 34 Überlebenden geworden?
Ja, die wurden, also zwei wurden ursprünglich von einem italienischen Schiff aufgenommen, wo dann die sogenannte libysche Küstenwache hin ist und quasi gesagt hat, gebt uns die wieder, obwohl uns der Kapitän vom italienischen Schiff auch auf unseren Hinweis hin, dass es kein, dass Tripoli oder Libyen generell kein sicherer Hafen ist, hat er diese Personen wieder ausgehändigt an die sogenannte libysche Küstenwache und die haben die Leute letztendlich zurück nach Libyen gebracht und quasi dorthin gebracht, von wo sie gekommen sind. Und uns waren im Prinzip in dem Fall die Hände gebunden, weil die Entscheidung, ob die Menschen entweder früher oder später gestorben wären, weil sie keiner gerettet hätte oder zurück nach Libyen gebracht werden, eine Entscheidung ist, die wir eigentlich über die Menschen nicht treffen wollen, weil auch viele sagen, bevor ich zurück nach Libyen, in die Hölle von Libyen gehe, würde ich lieber sterben. Und das ist für mich persönlich auch eine sehr, sehr schwere Gewissensfrage, ob wir an solchen Pushbacks quasi eigentlich damit indirekt beteiligt sind, weil wir halt irgendwie trotzdem versuchen, Hilfe zu rufen, aber ganz klar sagen, das Zurückbringen nach Libyen ist eine Menschenrechtsverletzung, klipp und klar laut der Genfer Menschenrechtskonvention. Sie haben jetzt immer, wenn Sie über die libyschen Einsatzkräfte gesprochen, haben von der sogenannten libyschen Küstenwache gesprochen. Herr Monroy, lassen Sie uns da vielleicht mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Das sind zum Teil von europäischen Staaten unterstützte, aufgerüstete Küstenwachleute. Und eine wichtige Rolle, was die Kooperation mit dieser Küstenwache anbelangt, spielt die Grenzschutzagentur Frontex. Können Sie uns einmal etwas genauer erläutern, was es damit auf sich hat mit dieser Kooperation und was vor allem die Luftaufklärung dabei für eine Rolle spielt. Ja, also wir sagen sogenannte libysche Küstenwache, weil die nicht die Funktionen erfüllt, die eine Küstenwache eigentlich erfüllen müsste, wie zum Beispiel ordentliche Seenotrettung beispielsweise. Oder man hat das ja bei den Bildern vielleicht auch ein bisschen erahnen können, dass die Rettung ganz anders erfolgt, als wenn das zum Beispiel ein privates Rettungsschiff von der Seenotrettung übernimmt. Also dass sie dann mit Festrumschlauchbooten sich dann erstmal vorsichtig dem vielleicht kurz vorm Kentern stehenden Boot annähern oder sowas oder die Leute beruhigen, Rettungswesten austeilen, während die libysche sogenannte Küstenwache da einfach mit dem großen Patrouillenboot irgendwie längs Rand fährt, dadurch Wellen verursacht, die Leute vielleicht nochmal extra gefährdet, auf dem Schiff dann verprügelt oder auch auf Seenotrettungsschiffe schießt. Das ist vielfach passiert inzwischen schon. Ja, und die Kooperation, das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil wenn man Frontex vorwirft, man Frontex kooperiere mit der libyschen Küstenwache, dann sagt der Frontex-Chef, nö, es gibt überhaupt kein Abkommen, wir kooperieren gar nicht mit denen. De facto stimmt das sogar. Also damit Frontex sozusagen direkt mit einem Land zusammenarbeiten kann, braucht es ein Arbeitsabkommen zum Beispiel, oder wenn Frontex selber in dem Land arbeiten, aktiv sein will, braucht es ein Statusabkommen. Beides gibt es nicht. Deswegen fand die eigentliche Zusammenarbeit mit der Küstenwache eher von dem EU-Militär aus statt. Also ich habe ja eingangs erwähnt, das ist diese EUNAVFOR-Med-Mission, das ist EU-Militärmission, die unter anderem Schleusungsbekämpfung zum Ziel hat aus Libyen, was ein bisschen Quatsch ist, wofür man übrigens auch U-Boote benutzt. Mit viel Fantasie kann man sich vorstellen, wie das funktionieren soll oder auch nicht. Auf jeden Fall, die Zusammenarbeit von Frontex mit der libyschen Küstenwache besteht eigentlich eher darin, dass sie ihnen die Koordinaten weitergeben. Und das passiert im Prinzip immer dann, wenn sich ein Seenotfall in der libyschen Seenotrettungszone, wenn es sich darum handelt. Wenn es zum Beispiel da ist, wo die Seenotrettungszonen sich überlappen, also zum Beispiel mit der tunesischen oder der maltesischen, dann werden eben auch diese Seenotleitstellen informiert. Und Wollen Sie vielleicht einmal, Herr Monroy, Sie haben, glaube ich, eine Karte dazu ja. gebracht, die uns einmal zeigen, das hilft vielleicht ein bisschen bei der Orientierung. Das Meer ist ja in diese Zonen eingeteilt und vielleicht hilft es, wenn wir uns die einmal vor Augen führen. Sehen Sie es? Also hier ist unten ganz gut erkennbar eben die Zone
vor Libyen. Darüber liegt der Balken der maltesischen Seenotrettungszone und darüber kommt Italien. Also und dadurch wird auch verständlich, was vorhin beschrieben wurde, dass Malta zum Beispiel Geflüchteten den Motor repariert und sagt, fahrt weiter nach Italien. Das liegt natürlich daran, dass wer nach Italien will von Libyen, praktisch, wenn man den kürzesten Weg wählt, immer durch die maltesische Seenotrettungszone durch muss. Und hat es auch krasse Fälle gegeben, wo Malta und Italien sich gegenseitig die Verantwortung zugeschoben hatten, beziehungsweise gesagt haben, wir sind nicht zuständig. Das war zu einer Zeit noch, als die libysche Seenotrettungszone von Italien aus verwaltet wurde. Und weil sich niemand zuständig fühlte, wurde ein Boot viele Stunden später erst gerettet, also zeitverzögert, und dadurch sind mehrere hundert Menschen ertrunken. Das war, wenn ich mich nicht irre, 2013 gab es einen Fall. Ja, also das zu den Seenotrettungszonen. Ja, lassen Sie uns einmal noch über den Begriff Pushback sprechen, der eben viel, Herr Radisoglu, als Sie erzählt haben, was Sie da von oben beobachten, das ist seit Jahren ein großer Streitpunkt. Menschenrechtler beschweren sich seit vielen Jahren darüber, dass also europäische Grenzschützer Menschen zurückschicken. Also das internationale Recht sagt eigentlich, man darf das nicht tun, bevor man nicht sicher ist, dass die Menschen, die Schutz suchen, dorthin, wo sie zurückgeschickt werden, keine Bedrohung erfahren. Und das ist im Fall von Libyen, wo vielfach dokumentierte Lager eingerichtet wurden, in denen Menschen misshandelt wurden, eben in den Augen dieser Menschenrechtler überhaupt nicht der Fall, auch in den Augen deutscher Behörden, das am Rande erwähnt. Das AA, das Auswärtige Amt, hat mehrfach darauf hingewiesen, dass das also ein unsicheres Land ist. Nun ist die Sache aber kompliziert, weil in der Regel ja libysche Einsatzkräfte, wie wir das gerade gesehen haben, die Menschen aufnehmen. Inwieweit kann man da also von einem völkerrechtswidrigen Pushback reden und welche Rolle spielt Frontex? Und vielleicht auch die Bitte, dass wir uns auch wieder ein bisschen in die Vogelperspektive begeben. Wir reden ja hier über Luftüberwachung. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, Herr Monroy? Ja, also es gibt verschiedene Konventionen, die es verbieten, Menschen in Länder zu bringen, wo sie verfolgt werden. Also ein paar wurden hier schon erwähnt. Es gibt eben die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention. Und was noch nicht erwähnt wurde, ist, dass die Möglichkeit, also in Deutschland, in Europa Asyl beantragen zu können. Das heißt, also wenn jemand festgestellt wird oder an Bord genommen wird von einem Schiff, dann muss geprüft werden und die Person Asyl beantragt, was ja logischerweise die meisten tun wollen. Dann muss dieses Asylgesuch geprüft werden. Dazu braucht es auch Übersetzer, also Dolmetscher. Dazu braucht es Zeit und natürlich kann das nicht irgendein Grenzschutzbeamter aus Italien oder aus einem anderen Land in so einer Notsituation auf hoher See womöglich noch nachts entscheiden, schicke ich die Person jetzt zurück oder nicht. Es hat dort ein wegweisendes Urteil gegeben, 2011, das ist der sogenannte Hirsi-Fall. Da hatte Italien tatsächlich Leute zurückgeschickt nach Libyen. Italien ist deswegen verurteilt worden. Das ist so ein bisschen so ein Leuchtturmfall gewesen. Das war dann ein sogenannter Pushback. Italien musste dafür dann auch Strafe zahlen, Entschädigung zahlen. Und jetzt passiert das Ganze eben durch die Hintertür. Also ich hatte eingangs erwähnt, dass die EU bzw. Italien mit auf Kosten der EU eine Seenotleitstelle in Libyen eingerichtet hat. Nur zu dem Zweck, dass man nicht selber die Leute nach Libyen bringt, sondern dass die aus Libyen geholt werden. Und deswegen verwenden wir dafür den Begriff Pullback, weil de facto ist es das Gleiche. Wenn die EU oder Frontex Luftaufklärung betreiben, Flüchtlinge feststellen und sie dann nicht selber an Bord nimmt, um sie nach Libyen zu bringen, sondern von jemand anders nach Libyen holen oder bringen lässt, dann ist das genauso völkerrechtswidrig. Also das heißt... Übrigens auch nach dem deutschen Strafgesetzbuch gibt es auch einen Paragraph, ich habe jetzt vergessen, ob es 221 oder 222 ist, der das Aussetzen verbietet. Also das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich auf staatliche Schiffe. Für private Schiffe gilt das nicht und die tun das ja auch. Also private Schiffe bringen ja auch Handelsschiffe, bringen ja Menschen auch nach Libyen.
Und da ist es strittig, ob das strafbar ist oder nicht. Und wir haben, als ich noch im Bundestag war, haben wir ein Gutachten beauftragt bei den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags. Und die kamen zu dem Schluss, dass damit eigentlich der Straftatbestand des Aussetzens erfüllt ist, was nach deutschem Recht untersagt ist. Es hat allerdings, soweit ich weiß, noch niemand eine Anzeige gemacht gegen ein deutsches, also unter deutscher Flagge fahrendes Handelsschiff. Also wenn ich Sie richtig verstehe, will die Grenzschutzagentur Frontex nicht mehr selber die Menschen in die eigenen Schiffe aufnehmen und dann nach Libyen bringen, weil das rechtlich eben nicht in Ordnung wäre, sondern sie nutzt sozusagen die Libyer und die libysche Küstenwache, um genau das zu tun. Sie haben, glaube ich, auch ein paar Bilder mitgebracht von den Aufklärungsflugzeugen und Drohnen, die Frontex einsetzt. Das sind also all die Luftgefährte, die dann ihre Daten an die Frontex-Zentrale in Warschau schicken. Frontex hat in Warschau so ein großes Headquarter, wo alle Daten zusammenlaufen. Mögen Sie uns vielleicht einmal diese Fotos zeigen? Das kann ich gerne machen. Also vielleicht ganz kurz, das ist die Frontex-Zentrale in Warschau, nichts Besonderes, ist ein Bürogebäude, da haben sie ein paar Etagen angemietet. Frontex baut dort jetzt selber auch ein eigenes Hauptquartier, weil Frontex relativ mächtig geworden ist inzwischen. So sieht das da drin dann aus. Menschen, die auf Monitore starren und sich anzeigen lassen, wo irreguläre Grenzübertritte passieren. Also ich würde das auch so ein bisschen kritisieren als so einen technischen Kontroll- und Machbarkeitswahn. Das ist sogar ein relativ altes Bild. Das hat sich mit Sicherheit quasi auch nochmal verstärkt, diese elektronische Überwachung. Das ist so ein bisschen die Idee. Also bei Frontex und Warschau laufen quasi alle möglichen Informationen aus den Mitgliedstaaten zusammen. Das ist jetzt eine Grafik von Frontex selber. Und aufmerksame Betrachterinnen und Betrachter sehen, da gibt es auch Knoten in Nordafrika. Offiziell dürfen die nicht mit Frontex verbunden sein. Das verbieten die einschlägigen Richtlinien, die Eurosur-Richtlinie zum Beispiel. Aber über Umwege kommuniziert Frontex dann eben doch mit diesen Staaten. Übrigens, wie Medien wie zum Beispiel der Spiegel recherchiert haben, gibt es WhatsApp-Gruppen, inoffizielle WhatsApp-Gruppen von Frontex mit der libyschen Küstenwache. Frontex bestreitet das. Einzelne Frontex-Angehörige sollen aber darüber einen Kanal zu der libyschen Küstenwache haben. Hier sieht man übrigens auch schon Drohnen fliegen. Das sind die Flugzeuge, die Frontex seit 2017 einsetzt. Also 2016 wurde die Frontex-Verordnung geändert, dass Frontex eigene Ausrüstung beschaffen darf. Das allererste, in was man investiert hat, sind Flugzeuge. Die wurden nicht gekauft, sondern geleased bei Charterfirmen. Das gibt es eine Reihe von Charterfirmen, die, glaube ich, am meisten eingesetzt werden, ist die britische Firma DEA. Jetzt ist gerade so ein neues Flugzeug gekommen, die noch viel größer ist und wie Herr Radisoglu im Vorgespräch gesagt hatte, auch nachts fliegen im Gegensatz zu einigen der anderen Flugzeuge. Und wenn ich da jetzt schon mal einsteigen darf, das wird jetzt eben ersetzt oder sage ich mal im Moment noch ergänzt durch Drohnen. Also Frontex hat verschiedene Drohnen ausprobiert. Das hier ist noch so ein Pilotprojekt mit einer italienischen Drohne. Seit 4 Monaten fliegt diese Drohne im Frontex-Auftrag, deswegen auch der Aufkleber vorne auf dem, was man so als Cockpit bezeichnen würde. Das ist eine israelische Drohne. Der gleiche Typ wird auch von der Bundeswehr eingesetzt, in Afghanistan früher und jetzt noch in Mali. Und geflogen wird das Gerät aber von Airbus. Also Airbus, der europäische Rüstungskonzern, mit seinem Ableger in Deutschland, also der deutsche Ableger, hat den Hauptauftrag bekommen von Frontex, um diese Flüge durchzuführen, wie auch für die Bundeswehr. Und demnächst wird diese Heron 1 aus Israel ersetzt durch diese Drohne. Das hat damit zu tun, dass Frontex einfach 2 Verträge vergeben hat mit einer gewissen Anzahl von Flugstunden. Die dürfte bald voll sein für die eine Drohne, dann kommt die nächste. Die ist sogar noch ein Stück größer. Und beide sind eigentlich aus den letzten 20 Jahren nur im militärischen Bereich bekannt gewesen. Wie viel kostet das alles? Haben Sie eine Vorstellung? Das ist bekannt, das ist auch öffentlich. Also der Vertrag für diese beiden Drohnen beläuft sich auf 62 Millionen Euro. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, welche Firma was davon bekommt.
Also die Heron-Drohne wird von Airbus geflogen, die Hermes-Drohne wird von einer britischen Firma geflogen. Hintergrund ist, dass Israel nicht direkt einen Vertrag mit Frontex schließen kann, beziehungsweise umgekehrt, sondern man braucht so einen quasi einen europäischen, einen in der EU angesiedelten Partner, der das übernimmt. Deswegen ist eben Airbus oder diese britische Firma Hauptauftragnehmerin. Herr Radisoglu, Sie hatten vorhin erzählt, als Sie uns die Bilder von Ihren Einsätzen gezeigt haben, dass ein wichtiger Teil Ihrer Flugmission dort ist, zu dokumentieren, also sozusagen Licht in diese Blackbox hineinzuleuchten, die das Meer ja ist, einfach weil da nicht besonders viele Leute hingucken können. Nun gibt es ja auch Instanzen, die Frontex selbst kontrollieren können. Also es ist eine scharf kritisierte Behörde. Es gibt zum Beispiel das Europäische Parlament. Es gibt auch meines Wissens bei Frontex selber so eine Art Menschenrechtsbeauftragten, der also dafür sorgen soll, dass dort dort keine Menschenrechte verletzt werden. Herr Monroy, vielleicht noch die Frage an Sie, wie gut funktioniert in Ihren Augen diese Art der Kontrolle? Das funktioniert überhaupt nicht. Die Grundrechtsbeauftragte bei Frontex hat im Prinzip überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Frontex selber hat zwei neue Verordnungen bekommen, die von 2019, damit baut Frontex jetzt eine eigene Grenztruppe auf. Darin war festgelegt, dass Frontex auch 40 Grundrechtsbeobachterinnen und Beobachter einstellen sollte. Das haben sie gar nicht, das haben sie einfach nicht gemacht, das haben sie einfach übergangen. Es hat diverse Skandale, wurden berichtet letztes Jahr in verschiedenen internationalen Medien. Daraufhin haben sich dann ein paar Arbeitsgruppen gegründet. Eine Frontex eigene Arbeitsgruppe hat dann versucht, sich selber zu kontrollieren. Man kann ahnen, was dabei rauskam, nämlich nichts. Also man hat keine Verstöße gefunden, hat gesagt, das stimmt alles nicht oder kennen wir nicht oder war gar nicht so. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber es gibt also weder bei Frontex selber noch auf europäischer Ebene, also Frontex ist eine unabhängige Agentur, das kennt man in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es immer ein Ministerium, was Weisungen erteilen kann, das gibt es in der EU nicht. Kein übergeordnetes Organ der EU darf der unabhängigen Agentur Weisungen erteilen. In der Verordnung bei Frontex steht sogar drin, der Direktor hat das Recht, keine Weisungen annehmen zu müssen. Und da hat sich Frontex also derart verselbstständigt, dass man das eigentlich gar nicht wieder einfangen kann. Und es ist auch interessant zu sehen, das Selbstverständnis der Crews, die wir vor Ort treffen, hauptsächlich DEA-Piloten eben, die wir dort auf der Insel treffen, wenn man mit denen redet, so flüchtig von, weil wir nebeneinander parken, deren selbstverständlich ist, was einer mal wortwörtlich zu mir sagte, we are the good guys, also wir sind die Guten. Wir sorgen dafür, dass Recht und Ordnung eingehalten wird, indem wir dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht nach Europa kommen, weil laut ihm die Menschen dazu kein Recht haben. Also für die steht quasi die europäische Grenzsicherung über den Menschenrechten, dass diese Menschen ein Recht auf Asyl haben, das zumindest geprüft wird, und im Prinzip laut uns auch einen sicheren Überfahrtsweg brauchen, weil seit abgeschafft wurde, was wenige Länder noch hatten, dass man vor Ort zum Beispiel in Afrika Asyl stellen konnte, was die Schweiz zum Beispiel relativ lang hatte. Seit das abgeschafft wurde, gibt es keine Möglichkeit, von den Heimatländern aus Asyl zu beantragen. Das heißt, die Menschen müssen sich auf eine de jure illegale Weise versuchen, nach Europa zu kommen. Und Frontex sagt eben, wir sind die Guten, weil wir verhindern das. Und wir sagen, naja, das verhindert aber, dass die Menschen Recht haben dazu, Asyl zu bekommen und in den nächsten sicheren Hafen gebracht zu werden. Und was wir eben auch sehen, selbst wenn keine Rettungsschiffe draußen sind, gibt es jeden Tag Boote, die losfahren. Das heißt auch dieses Argument, dass wir ein sogenannter Pull-Faktor wären, dass die Leute nur fahren, weil wir überhaupt da sind, ist mehrfach entkräftet, auch von verschiedenen Untersuchungen, von verschiedenen Universitäten, die sagen, und wir sehen es ja de facto auch, wir fliegen zwar, aber wir können den Menschen ja nicht direkt helfen und selbst da finden wir jeden Tag Boote, die sich auf den Weg machen und oftmals eben nicht an ihr Ziel kommen. Es gibt ja, Herr Radisoglu, etliche Kritiker bis in die deutschen Volksparteien hinein auch, die Ihnen, also Organisationen wie Ihrer, aber auch Organisationen, die
nur mit Schiffen unterwegs sind auf dem Mittelmeer, vorwerfen, dass sie nicht nur den Anreiz bieten für Menschen, diese gefährliche Flucht überhaupt zu wagen, sondern auch, dass sie direkt kooperieren mit den Schleppern. Das ist ein Vorwurf, den man häufig hört. Die italienischen Staatsanwaltschaften haben da viel ermittelt, sind meines Wissens selten zu wirklich konkreten Ergebnissen gekommen. Was entgegnen Sie solchen Vorwürfen? Also das ist völliger Schwachsinn. Und wie Sie sagen, es wurde nie irgendetwas auch nur nachgewiesen, ganz einfach deshalb, weil es nichts gibt. Es gibt keine Kooperation von uns zu irgendwelchen Schlepperorganisationen in irgendeiner Art und Weise. Unsere Sicht ist eben, dass sobald sich Menschen auf den Weg machen, denen geholfen werden muss. Und da fängt unsere Hilfe an. Natürlich können wir nicht verhindern, wenn Sea-Watch beispielsweise auf deren Facebook-Account postet, dass wir rausfahren, dass irgendein Schlepper das mitkriegt und sagt, okay, Sea-Watch ist draußen. Aber wie gesagt, es ist mehrfach hinterlegt oder bewiesen worden, dass eben da kein Zusammenhang statistisch besteht, dass die Menschen auch fahren, wenn keine Schiffe draußen sind. Von daher ist für uns völlig außer Frage, da irgendwelche Kooperationen anzufangen. Und selbst mit der, wie gesagt, sogenannten libyschen Küstenwache scheuen wir uns davor, weil wir sie eben nicht als Küstenwache ansehen, sondern dass, wie Herr Monroy schon sagte, oft Schusswechsel stattfinden, gefährliche Rettungsmanöver, dass wir die nicht als ernstzunehmenden Partner ansehen können. Und die Frage ist natürlich, was tut man, wenn Menschen akut in Seenot sind, am Ertrinken und es ist nur ein libysches Schiff da, dann ist das quasi das letzte Mittel und auch dann rufen wir da zur Hilfe, aber eigentlich ist das für uns eine rote Linie. Und was wir leider eben auch sehen, ist, dass diese libysche Milizengruppen auch oft tief in die maltesische Zone reinfahren, in die maltesische Seenotrettungszone, was von uns mehrfach dokumentiert ist. Und spätestens da fängt es natürlich an, sehr, sehr klar zu werden, dass da auch dann dieses Argument nicht mehr greift, zu sagen, es sind nun mal libysche, eine libysche Organisation, die die Menschen nach Libyen zurückbringt, weil spätestens in der maltesischen Seenotrettungszone wäre ganz klar Malta verantwortlich und wenn die sich drücken, dann übernehmen es teilweise eben die Libyer und spätestens dann gibt es absolut gar keinen Argumentationsweg mehr, den man begründen könnte. Und genau deshalb sehen wir es eben auch so wichtig an, das Ganze zu dokumentieren und Beweise zu schaffen, die dann im Nachgang eventuell eben auch Gerichtsprozesse, die natürlich sehr langwierig sind, zu ermöglichen und zu ermöglichen, dass dem rechtlich nachgegangen wird und da auch in der EU ermittelt wird. Und wie gesagt, ganz im Gegenteil, wenn gegen uns ermittelt wurde oder gegen irgendeine andere NGO, wurde bisher nie irgendwas Konkretes gefunden, sondern es werden immer fadenscheinige Gründe gefunden, was so weit ging, dass einem Schiff zum Beispiel vorgeworfen wird, es hätte zu viele Rettungswesten an Bord. Also, und würde deswegen im Hafen festgehalten. Und das muss man sich mal vorstellen, was da für Argumentationslinien gefahren werden, um Schiffe am Retten zu hindern. Es gibt ja auch Kapitäne und Kapitäninnen, denen zum Teil langjährige Haftstrafen angedroht werden für ihre Rettungsaktionen. Werden Sie als Piloten in ähnlicher Form juristisch belangt? Gibt es Versuche, Sie daran zu hindern, rauszufliegen von Lampedusa aus? Also wir haben ja damals 2017 angefangen, von Malta zu fliegen. Malta hatte uns damals dann rausgekickt. Tatsächlich, wir durften vom maltesischen Flughafen nicht mehr in die libysche Seenotzone reinfliegen und wieder in Malta landen. Das Ganze ohne Angabe von Gründen, auch nach rechtsanwaltlicher Anfrage, hat das maltesische Verkehrsministerium uns darauf keine Antwort gegeben, beziehungsweise der Chef der maltesischen Luftfahrtbehörde. Es gibt bis heute keine Begründung dafür. Warum das so ist, mittlerweile dürfen wir wieder zum Tanken dorthin fliegen, aber wir dürfen quasi von Malta aus nicht Richtung Libyen fliegen. Dann sind wir nach Lampedusa umgezogen, da ging es dann auch etwa ein Jahr lang recht unkompliziert und gut, bis wir gemerkt haben, dass die italienische Luftfahrtbehörde versucht, Sachen zu finden, die sie uns unterstellen kann. Also was es gibt in der Luftfahrt sind routinemäßige Flugzeugüberprüfung, das ist auch nichts Ungewöhnliches, passiert immer mal wieder stichprobenartig.
Bei uns haben sie es halt jeden Tag quasi kontrolliert. Sie haben nach Dokumenten gesucht, sie haben nach allen möglichen Sachen, ob sie irgendwas finden, was sie quasi uns zum Vorwurf machen können, haben nichts gefunden. Und dann kam irgendwann ein Brief von der italienischen Luftfahrtbehörde auf Anweisung des italienischen Innenministeriums, interessanterweise, obwohl das Verkehrsministerium logischerweise für die Luftfahrtbehörde zuständig ist. Und dass sie uns nicht mehr erlauben, diese Flüge durchzuführen, aus verschiedenen Gründen, die alle auch wieder hanebüchen waren, die wir innerhalb von wenigen Monaten auch wieder mit anwaltlicher Unterstützung und mit großer Unterstützung des Schweizer Luftfahrtbundesamts, das für uns als Schweizer Organisation zuständig ist, entkräften konnten, die dann ihre Sicht der Dinge an die Italiener übermittelt haben, dass diese Vorwürfe nicht handbar sind. Da ging es um, dass wir das angeblich kommerziell machen, dass wir das Search and Rescue, also Such- und Rettungsflüge, eine staatliche Aufgabe sind und private Akteure das nicht machen dürfen, was auch wieder total gegensätzlich zu der auch in der Luftfahrt vorhandenen internationalen Anweisung ist, dass wenn immer ein Kapitän eines Flugzeugs irgendeinen Notfall beobachtet, auf Wasser, See, Land, diesen zu melden hat. Und die Italiener haben uns quasi gesagt, innerhalb der italienischen Seenotrettungszone dürft ihr das nicht. Also, und das konnten wir relativ schnell entkräften. Damit haben sie uns dann wieder in Ruhe gelassen. Und seitdem läuft es wieder. Aber wir haben auch gemerkt, wir haben vor jedem unserer Flüge, haben sie unsere Pässe kontrolliert, haben Kopien gemacht. Unsere Namen stehen natürlich in diesen Flugplänen, die wir aufgeben. Das heißt, es gibt schon immer wieder Versuche der Kriminalisierung. Bisher wurde noch keiner unserer Pilotinnen aktiv irgendwie angegangen oder angeklagt oder irgendwas. Aber natürlich steht diese Befürchtung im Raum, dass von diesen bisher nur administrativen Drangsalierungen auch irgendwann auf strafrechtliche Drangsalierung umgegangen wird. Und deswegen versuchen wir eben uns auf möglichst legale, also dass alles quasi so wasserfest ist, dass uns wirklich mit nichts ein Vorwurf gemacht werden kann, dass wir das möglichst so hinstellen. Mit Blick auf die Uhr, ich sehe gerade, dass wir noch Zeit für eine letzte Frage haben. Herr Monroy, vielleicht an Sie. Lassen Sie uns einmal ein bisschen rauszoomen. Wir haben jetzt über das zentrale Mittelmeer gesprochen. Wir haben vor allem über Migrationskontrolle, Migrationsabwehr gesprochen. Nun ist es ja so, dass wenn man mit Offiziellen von Frontex redet, die über sehr viele andere Dinge auch noch sprechen. Also nicht nur über Migranten und Flüchtlinge, sondern auch zum Beispiel über das Aufspüren von Schmugglern, von Waffenhändlern, von Drogenhändlern, von Terrorismus, den man versucht abzuwehren. Gibt es oder kann man sagen, wie viel sozusagen von diesem Geld, was eingesetzt wird, um zum Beispiel diese ganzen Drohnen und Flugzeuge zu kaufen, eigentlich benutzt wird, um Migranten / Flüchtlinge abzuwehren und wie viel sozusagen für die anderen Grenzschutzaufgaben benutzt wird? Ich glaube, so eine Aufschlüsselung gibt es nicht. Also Frontex weist natürlich die Ausgaben jährlich relativ haarklein nach. Das ist auch zum Teil öffentlich, also in einem eingeschränkten Umfang. Und manchmal ist Frontex eben auch tatsächlich mit den gleichen Einsatzmitteln am Start, um zum Beispiel den Drogenschmuggel zu verhindern. Monetär kann ich das jetzt nicht sagen. Wenn ich jetzt, also da ich ja Frontex viel beobachte und natürlich auch die Pressemitteilungen lese und so weiter, würde ich mal sagen, von dem Meldungsaufkommen sind das nicht mal 10%, die anderen Aufgaben. Alles andere bezieht sich in irgendeiner Weise auf Grenzüberwachung oder Grenzkontrolle. Ich will vielleicht ganz kurz den Unterschied nochmal erläutern. Also wir haben im Prinzip hier heute nur die ganze Zeit über Grenzüberwachung gesprochen. Das meint eben zum Beispiel, oder was bei Frontex größtenteils aus der Luft, eben die EU-Außengrenzen zu beobachten. Frontex ist aber auch sehr involviert in die Verbesserung, Vereinfachung oder auch Aufrüstung der Grenzkontrolle. Und das bezeichnet Übergänge. Übergänge an Land, Häfen, also Übergänge, Grenzübergänge auf See oder auch Flughäfen, wo Frontex eben auch sehr viel an gemeinsamen Maßnahmen beteiligt ist, sehr viele Forschungen macht und auch die sogenannten virtuellen Grenzen, so bezeichnen wir das, also die europäischen großen Datenbanken, wo eben Fingerabdrücke, Gesichtsbilder und die Namen von Millionen Menschen gespeichert sind
die entweder Asyl beantragt haben, Visumsantrag gestellt haben oder im Schengen-Informationssystem zur Ausreise gespeichert sind. Also auch da ist Frontex sehr stark daran beteiligt. Das ist also auch nochmal ein großer Pfeiler. Plus Abschiebungen, also Frontex nennt das elegant Rückführungen. Also teilweise gehen die Leute auch freiwillig, wenn man ihnen genug Geld anbietet vielleicht. Aber Frontex hat jetzt einen großen Sockel neue Aufgaben bekommen mit der letzten neuen Verordnung, dass eben Frontex eine ganz wichtige Rolle spielen soll bei der Koordinierung von Abschiebungen aus Europa. Und was sind so neben dem zentralen Mittelmeer, über das wir ja jetzt gesprochen haben, wo auch Herr Radisoglu im Einsatz ist, so die wichtigsten anderen Grenzen, an denen Frontex mit zur Luftüberwachungstechnik vor Ort ist? Ganz klar Griechenland natürlich. Und also da ist ja relativ auch viel berichtet worden. Frontex redet sich dann immer gerne raus und sagt, nein, also wir haben da gar keine Pushbacks gemacht, wir waren das nicht. Das ist tatsächlich im Einzelnen immer ein bisschen schwer zu ermitteln. Ist das jetzt unter Verantwortung der griechischen Küstenwache passiert oder war Frontex daran jetzt daran beteiligt? Und ein sehr wichtiger Einsatz ist natürlich gerade an der Grenze zu Belarus. Das sind allerdings im Moment keine Flugzeuge. Das sind Grenztruppen, die Frontex da hinschickt, und zwar ihre neue eigene Grenztruppe. Also Frontex baut gerade eine Truppe auf von bis zu 10.000 Frauen und Männer, die dann für Frontex die Außengrenzen überwachen sollen oder Abschiebungen durchführen sollen. Und 3.000 von denen werden direkt dem Direktor unterstehen. Die werden auch von Frontex selber bewaffnet. Das ist was ganz Neues, das hat es noch nie gegeben. Keine EU-Agentur hat eigene bewaffnete Einheiten. Das ist auch völlig undenkbar. Also auch bei Europol, bei der Polizeiagentur, käme man überhaupt nicht auf die Idee, die mit Waffen auszustatten. Und so, das ist so ein relativ symbolischer Einsatz jetzt für die neue Grenztruppe an der Grenze zu Belarus. Also Belarus, da wo ja viele Menschen aus dem Nahen Osten zum Beispiel ein Visum bekommen und dann vom belarussischen Regime quasi nach Polen, meine ich, geschickt werden, um politischen Druck aufzubauen. Und vielleicht auch noch ein letztes Wort zu Griechenland. Darüber hatten wir uns im Vorhinein gesprochen. Das ist vielleicht für Sie im Publikum interessant. Dort wird tatsächlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Luftschiff eingesetzt von Frontex, um zu überwachen. Zumindest wurde es getestet, ne? Ja, ich kann das schneller noch mal zeigen, wobei ich hatte Sie ebenso verstanden, dass in der Veranstaltung vorher auch schon dazu das angesprochen wurde. Genau, aber vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen und vielleicht auch ein gutes Schlussbild und mit Blick auf die Uhr. Herr Busch hatte mich darauf hingewiesen, dass ich das nicht Zeppelin nennen soll. Ich hätte es jetzt tatsächlich gefesselten Zeppelin genannt. Es ist also einer festen Leine angebunden, damit es eben von dort die Daten übermitteln kann und auch mit Energie versorgt werden kann. Aerostat nennt Frontex das. Und das ist jetzt an der Landaußengrenze am Evros-Fluss im Einsatz, wo sehr viele Pushbacks auch berichtet werden. Ich bin gespannt, ob sozusagen das Frontex-Luftschiff auch der Grenzpolizei auf die Finger schaut. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank schon mal von meiner Seite an Herrn Radisoglu und Herrn Monroy. Ich übergebe jetzt an Herrn Busch. Ich bin sicher, Sie haben ganz viele Fragen an die Diskutanten und die wird jetzt Herr Busch sammeln und stellen. Vielen Dank. Erstmal von unserer Seite, von meiner Seite einen ganz, ganz herzlichen Dank an Sie drei. Ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen, diese Diskussion an der Stelle schon beenden zu müssen, weil es so hochspannend ist und diese Einblicke bietet. Herr Monroy, ja, richtig, ist kein Zeppelin. Tatsächlich, Aerostat ist auch, glaube ich, die historisch korrekte Bezeichnung. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Auch eine erste Frage direkt an Sie. Wir haben von Ihnen über die Ausweitung der Mandate von Frontex gehört und dennoch ist Frontex ja keine Exekutive wie beispielsweise die Grenzpolizei eines Landes oder dergleichen und hat andere Befugnisse. Was darf Frontex denn jetzt tatsächlich und wo enden die Befugnisse? Kann man das so kurz zusammenfassen? Ja, früher war es so, dass Frontex eben immer für eine Operation, die gestartet werden sollte, bei den Mitgliedstaaten eine Abfrage gemacht hat, wer stellt uns Ausrüstung und Personal zur Verfügung? Denke ich mir jetzt mal aus, wir brauchen 2 Schiffe, 2 Helikopter, 10 Nachtsichtgeräte und 100 Beamtinnen und Beamte. Und dann haben die Mitgliedstaaten eben Zusagen gemacht.
Und ein halbes Jahr später oder sowas begann dann die Mission. Das ändert sich. Frontex hat also immer beklagt, dass diese Zusagen manchmal nicht eingehalten wurden und dass man deswegen eigene Ausrüstung und Personal braucht. Und darüber kann Frontex quasi im Moment jetzt nach den neuesten beiden Verordnungen allein entscheiden. Natürlich heißt das nicht, dass der Frontex-Direktor jetzt sagen kann, ach, jetzt marschieren wir mal mit der Grenztruppe in Griechenland ein, weil die bewachen ihre Außengrenzen nicht gut genug. Also natürlich muss es immer einen Gaststaat geben, der so eine Einladung ausspricht, der Frontex dann nachkommt. Übrigens war in der letzten Verordnung vorgesehen, dass Frontex die Möglichkeit haben sollte, das selber beziehungsweise zusammen mit der Kommission und dem Rat über den gegen den Willen eines Mitgliedstaates zu entscheiden, dort eine Mission durchzuführen. Das hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass Frontex relativ mächtig geworden ist, weil Frontex eben nicht mehr nur koordiniert, wie es eigentlich die EU generell tun soll. Die EU darf ja nichts unternehmen, was den Mitgliedstaaten Konkurrenz machen könnte. Die EU soll eigentlich nur koordinierend auftreten und einen Mehrwert schaffen. Die Frontex-Beamten haben jetzt aber exekutive Befugnisse, also die Frontex-eigenen Beamten haben exekutive Befugnisse, sind mit Waffen, Knüppel, Pfefferspray, der üblichen polizeilichen Bewaffnung ausgerüstet und stehen dort an der Außengrenze. Also beispielsweise in Albanien, es ist ja kein EU-Staat außerdem, ne? Also Frontex hat immer mehr Missionen auch in Drittstaaten. Das fängt jetzt gerade bei 3 Balkanstaaten an und irgendwann werden wir das auch in Nordafrika erleben. Die Befugnisse und Mandate sind das eine. Frontex muss aber doch wahrscheinlich dem EU-Rat Rechenschaft ablegen in irgendeiner Form. Sie haben davon gesprochen, dass Sie weitreichend frei sind. Sie haben keinen Vorgesetzten, glaube ich, so haben Sie es ausgedrückt, kein Ihnen übergeordnetes Gremium, das Ihnen Ansagen macht, salopp ausgedrückt. Wenn Sie aber den Strategien der Europäischen Union folgen müssen, kann man die aktuelle Migrationsstrategie, um sich darauf mal zu fokussieren, der EU beschreiben? Ist das möglich? Also woran orientiert sich die Frontex eigentlich? Also ich würde sagen, das, was wir von Frontex erleben, das ist die aktuelle Migrationsstrategie der EU. Und deswegen ist auch von der EU relativ wenig zu erwarten, meines Erachtens, um Frontex da irgendwie einzuhegen oder zu kontrollieren. Und es ist tatsächlich so, Frontex ist niemand rechenschaftspflichtig, außer dem Parlament, was den Haushalt angeht. Also Frontex muss, wie das so üblich ist, also sich quasi den zukünftigen Haushalt genehmigen lassen und die vergangenen Haushalte quasi bestätigen lassen, also die Ausgaben. Das ist der einzige Hebel, den es gibt. Und da hat das EU-Parlament auch gesagt, also im Moment stand an, den 2019er Haushalt zu entlasten. Und da hat das Parlament gesagt, also sorry, mit den ganzen Pushback-Vorwürfen und so weiter, die da gerade passieren, können wir da im Moment nicht zustimmen. Das ist bemerkenswert, weil das Parlament ist ja nun auch keine Firewall für Bürgerrechte oder sowas. Das Europäische Parlament ist genauso rechts wie viele andere Parlamente auch. Und trotzdem gab es eine Mehrheit dafür. Ich glaube, im zweiten Anlauf wird das dann nicht mehr so sein. Also der Haushalt wird durchgehen. Und noch ganz kurz, weil Sie erwähnt hatten, die Mitgliedstaaten. Also die Mitgliedstaaten bilden bei Frontex den sogenannten Verwaltungsrat. Jedes Land entsendet 2 Vertreterinnen und Vertreter dorthin. Die haben aber nichts zu sagen. Die können auch Frontex keine Weisungen erteilen. Was die machen können, ist den Frontex-Direktor ernennen und den Frontex-Direktor absetzen. Also letztlich haben sie schon eine Sanktionsmöglichkeit. Aber bis das mal passiert, also bis man dann sagt, also der Legerie, der macht das irgendwie nicht richtig, den setzen wir jetzt mal ab. Das ist natürlich eine riesige Eskalation, da müsste schon sehr viel mehr passieren. Und das machen die nicht, weil die Mitgliedstaaten wollen genau das, was Frontex tut. Das finde ich in der Tat auch bemerkenswert. Das war mir nicht bekannt, dass dieser Haushalt jetzt noch in der Schwebe steht, aber vielleicht einfach, um der Vollständigkeit halber noch ein paar Zahlen an der Stelle zu sagen. Also gestartet ist Frontex, ist 2004 gegründet, gestartet sind sie, ich glaube, die ersten Informationen, die man findet, 2006 ein Jahresbudget von 19 Millionen Euro. 2015, im Jahr dann der sogenannten Flüchtlingskrise, waren es schon 142 Millionen Euro und ein Jahr später, 2016, sind es bereits 254 Millionen Euro. Das sind Informationen, die man aus den Berichten auf frontex.eu, also auf deren eigenen Website, nachsehen kann. Jetzt dieses Jahr, letzte Informationen, sind es fast 544 Millionen Euro, also auch nochmal fast eine Verdoppelung und Budgetsteigerung tatsächlich seit diesen ersten Zahlen, seit 2006, also das sind 2863%, die sich dieses Budget vervielfacht hat.
Wie Darf ich ganz kurz dazu was ergänzen? Sehr gerne. Also von den 544 Millionen gibt Frontex 62 Millionen für Drohnen aus und 84 Millionen für die Luftaufklärung. Aktuell, das sind nicht die historischen Ausgaben, aktuell. Also zusammengenommen 140 Millionen. Also ein Viertel der gesamten Ausgaben von Frontex geht für die Luftaufklärung drauf. Mit der Perspektive, dass, glaube ich, bis 2027 der aktuelle Etat dann nochmal verdreifacht werden soll. Aber wenn Sie sagen, dass auch für das EU-Parlament eigentlich die Finanzen die einzige Stellschraube sind, an der Sie Sanktionen ausüben können, ist das dann der einzige, wirklich einzige Schritt zusätzlich zu dieser internen Überwachung, von der Sie gesprochen haben? Es gibt faktisch keine externe Überwachung der Agentur. Das ist nicht vorgesehen. Gibt's nicht. Also, wie gesagt, das ist aus deutscher Sicht ist das vielleicht ein bisschen seltsam, dass man so eine Agentur so eine Macht überträgt. Wir haben das dann tatsächlich auch mal untersuchen lassen von den wissenschaftlichen Diensten im Bundestag, die halt gesagt haben, naja, in anderen Ländern ist das durchaus üblich, in Spanien zum Beispiel oder in Großbritannien oder auch in den USA, dass es so Exekutivbehörden gibt, die quasi keinem Ministerium unterstehen. Und als Beispiele wurde dann zum Beispiel eine Regulierungsbehörde für die Telekommunikation genannt. Das mag vielleicht aus einem anderen Rechtsverständnis, aus einer anderen Rechtskultur beispielsweise entspringen oder einer anderen Politikkultur. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber die Vergleiche, die wissenschaftlichen Dienste da gebracht haben, da ging es ja nicht um Agenturen, die Zwangsvollmachten haben. Also da ging es um Behörden und nicht um Polizeien. Und da ging es auch nicht um eine Truppe, die Waffen tragen kann. Also dass man sozusagen Frontex so viel mehr Kompetenzen gibt und trotzdem nicht irgendwie versucht, die Kontrollmöglichkeiten oder die Sanktionsmöglichkeiten wenigstens gleichzeitig zu erweitern. Das spricht eigentlich Bände und deswegen glaube ich, dass man das auch genauso will. Ja, es ist eine ganz schöne... Da, wenn Sie mögen, aus journalistischer Perspektive vielleicht noch was hinzufügen. Also wir als Journalisten und Journalistinnen wollen ja oft diejenigen sprechen, die in Verantwortung stehen. Und das ist, habe ich ähnlich erlebt, wie Sie es beschreiben, Herr Monroy. Also die Staaten selber, die EU-Staaten sagen, gehen Sie nach Warschau, fragen Sie Fabrice Leggeri, also den Frontex-Chef. Ich habe das zweimal getan. Ich war 2015 bei ihm in Warschau und ich meine 2020 oder 2019 und fand es bemerkenswert, dass man also auf konkrete Fragen, zum Beispiel Fragen wie, stimmt es, dass an den kroatischen Außengrenzen geprügelt wird von Seiten der Grenzschützer oder in Bulgarien, in Ungarn, wo es zum Teil Kooperationen eben gab mit Frontex, dann wird von Frontex oder von Leggeri in diesem Fall wieder auf die Nationalstaaten verwiesen. Also es ist so ein Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten, wo es schwer ist, sozusagen einen Hebel anzusetzen, wenn man an Informationen kommen möchte. Das finde ich noch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Da würde mir eine Anschlussfrage einfallen, natürlich, denn die Informationen, die Beweise, von denen wir heute gesprochen haben, die wir auch gesehen haben, also Herr Radisoglu, an Sie vielleicht zuerst die Frage, die Aufnahmen, die Sie uns gezeigt haben, sind Ihre eigenen, sind die, die Sie während Ihrer Flüge aufgenommen haben? Genau, also nicht meine eigenen persönlich. Ich bin natürlich mit dem Fliegen beschäftigt, aber wir haben immer eine Medienperson von Sea-Watch mit an Bord, die diese Aufnahmen anfertigt und dokumentiert. Die wird dann natürlich, ich habe es jetzt unaufbereitet gezeigt, mit Koordinaten und so weiter, mit Zeitstempeln versehen und so weiter, genau, ja. Aber die fertigen wir alle selber an und sind auch vielfach über Facebook und Twitter auf den Sea-Watch-Seiten zu finden. Ja, wir haben eine Arbeit, ist schon fast künstlerische Arbeit, ist fast falsch gesagt, ein Dokumentationsfilm des britischen Forschungskollektiv Forensic Oceanography in unserer Ausstellung, der den Mare-Clausum-Bericht grundlegend gebildet hat, könnte man sagen. Auch dort werden Filmaufnahmen der Sea-Watch 3 bei einem Vorfall vor der libyschen Küste von 2017, wenn ich mich nicht täusche, verwendet. Daher die Frage, diese Informationen, die die NGOs kreieren, die sie durch ihre Überwachungskameras und solche Aufnahmen produzieren, könnten die das fehlende Glied in der externen Überwachung sein? Sehen Sie da auch, Herr Radisoglu, eine Verantwortung, die diese NGOs wahrnehmen? Also definitiv ist es ein großes Ziel von uns, eben Beweismaterial zu erstellen, was öffentlich zugänglich ist, was
jeder oder jede verwenden kann. Das Problem ist in ganz vielen Fällen rechtlicher Natur, dass wir als Zeugen quasi keine Anzeige erstellen können, sondern es muss von betroffenen Personen selbst passieren. Und das heißt, da ist sozusagen das Hindernis, dass die betroffenen Personen selbst entweder nicht, weil sie zurück nach Libyen gebracht wurden, nicht erreichbar sind, wir nicht rausfinden können, wer das war, dass diese Personen eben in der EU oder vom Menschenrechtshof keine Klage einreichen können. Aber natürlich ist das Ziel, dass dieses Beweismaterial vorhanden ist und öffentlich zugänglich, dass eben das angeprangert wird und ein öffentlicher Druck erzeugt wird, damit auch Menschen, damit Wählerinnen verstehen, mit welchem jetzt im Hinblick auf Sonntag Kreuz auf dem Stimmzettel sie eventuell auch dort welche, was für Folgen dadurch entstehen. Von daher ist das Dokumentieren mittlerweile ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer Arbeit geworden, auch wenn ich ursprünglich mal angefangen habe zu sagen, ich möchte die Menschen retten, die da trinken und gar nicht mal politische Arbeit machen. Das ist, dann kommt nachrangig. Aber mittlerweile ist dieses Thema so stark verbunden zwischen einem politischen und einem humanitären Thema, dass man das gar nicht mehr auseinanderhalten kann, auch wenn man es möchte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben auch eben in der Diskussionsrunde davon gesprochen, dass Ihnen häufig die Hände gebunden sind. Was sind denn die juristischen Möglichkeiten, die jetzt die HPI zum Beispiel hat? Sie haben die Anzeige Unmöglichkeit gerade schon erwähnt. Gibt es da andere? Nee, also im Endeffekt beschränkt sich das in den allermeisten Fällen auf tatsächlich Öffentlichkeit schaffen, die dann andere nutzen müssen. Wir können natürlich dagegen vorgehen, wenn wir restriktiert werden, wie es versucht würde, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass Italien das versucht hat, dass wir dagegen vorgehen, dass wir ja administrativ versuchen, mehr Rechte zu bekommen, aber das wird in der aktuellen europäischen Politik nicht passieren. Und da wir eben nicht betroffen sind von den Menschenrechtsverletzungen, haben wir da keine Möglichkeit, Klage einzureichen. Ja. Bringen wir beide Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben, einmal zusammen, nämlich die Informationslage, die auch die NGOs liefern und die Dokumentationen, die aus internen Kommunikationen stammen beispielsweise, und der externen, internen Überwachung. Es ist nun so, dass Frontex selber und auch ihr Direktor, die Jury, unter Verdacht stehen und gegen sie ermittelt wird. Herr Monroy, können Sie was dazu sagen, was sich dahinter verbirgt? Was sind das für Ermittlungen, was wird denen vorgeworfen? Es gibt verschiedene Klagen, verschiedene Eingaben bei verschiedenen Gerichten. Was Sie jetzt angesprochen haben, ist die Anti-Betrugsbehörde der Europäischen Union, die gegen den Frontex-Direktor ermittelt. Da weiß man relativ wenig drüber, worum es da eigentlich geht. Das ist schon im letzten Jahr gewesen, ich weiß gerade gar nicht, im Dezember, glaube ich. Das ist ein laufendes Verfahren. Ob es da jetzt um die Veruntreuung von Geldern geht oder die Bevorzugung von irgendwelchen Unternehmen, weiß man nicht. Ist denkbar, ist ja Frontex quasi auch vorgeworfen worden. Also manche werden sich an die sogenannten Frontex-Files erinnern. Das hatte Jan Böhmermann in einer Sendung im Februar damals öffentlich gemacht, nach Zuarbeit von Organisationen wie Frag den Staat, die also hunderte Dokumente, Präsentationen ausgegraben haben und dokumentiert haben, wie Frontex sich mit den ganzen Firmen trifft, um quasi bevorstehende Beschaffungen auch zu vereinfachen oder eben vielleicht Absprachen zu treffen, beispielsweise. Also ich habe ja von den Waffen gesprochen, ne? Also dass Frontex gerade bewaffnet wird, die Kategorie 1. Also Frontex bestellt 2500 Pistolen und ich glaube 3 Millionen Schuss Munition oder so. Also ja auch ein Batzen Geld. Und dann haben die sich eben mit verschiedenen Waffenherstellern getroffen und diesen Auftrag besprochen beispielsweise. Also das ist so eine Klage. Dann gibt es eine Klage, die internationale Anwältinnen und Anwälte eingereicht haben vom Strafgerichtshof. Das betrifft allerdings nicht nur Frontex, sondern quasi Akteure der Europäischen Union. Also Personen, es richtet sich dort gegen Personen. Dann gibt es die Ombudsfrau, auf europäischer Ebene, da gibt es auch einige Eingaben gegen Frontex. Ich muss sagen, bislang ist das eigentlich alles ins Leere gelaufen oder bislang hat das der Frontex-Chef auch ganz gut an sich abprallen lassen können.
Die Frontex-Papers haben Sie erwähnt. Was steht da noch drin? Also es sind diese Vorwürfe und es sind vermeintliche Lobbyistentreffen mit großen Herstellerfirmen aus Deutschland und der Welt eigentlich. Ja? Was ist daran denn problematisch? Problematisch ist natürlich generell überhaupt erstmal die Existenz von Lobbygruppen. Also das wird ja auch hin und wieder mal problematisiert, dass in Brüssel im Parlament also sehr viele Lobbyistinnen und Lobbyisten ein- und ausgehen. Das hat ja auch eine Weile gedauert, dass die EU das auch transparent machen muss, beispielsweise. Das sind Leute, also diese Lobbyisten sind Leute, die halt versuchen, ihre Firmen in Forschungsprogrammen zu platzieren oder beispielsweise Frontex zu überreden, bestimmte Forschungsprojekte durchzuführen. Es ist zum Beispiel, die EU hat große Forschungsprogramme, daran ist Frontex auch nur mittelbar beteiligt. Also das ist erstmal die Kommission, die die Gelder vergibt. Und dann wird halt zusammen überlegt, was sollen denn Schwerpunkte sein? Was sollen denn so ungefähr, in welche Richtung sollen denn die Projekte gehen, sagen wir mal Biometrie, Drohnen, Stratosphärenplattformen und so weiter. Und oh Wunder, wenn man sich das dann mal genauer anguckt, die Gremien, die quasi den Kurs bestimmen der Sicherheitsforschung, da sitzen genau die Unternehmen drin, die dann hinterher die Aufträge bekommen. Könnte man sagen, ja, ist doch logisch, weil die haben ja die Expertise. Wir sagen, naja, deutet auf jeden Fall auf einen ziemlich dicken Filz hin. Also wenn diejenigen, die quasi die ganze Sache überhaupt erstmal auf die Schiene gesetzt haben, dann am Schluss auch die Millionen dafür einheimsen. Und da geht es um ganz viel Geld. Also ich hatte ja gesagt, also allein die Drohnen 60 Millionen Euro beispielsweise. Ja. Ich würde gerne noch zwei Aspekte ansprechen. Einen davon haben Sie eben implizit schon thematisiert und das ist Datenschutz und der Anschluss der Frontex an die existierenden Datensammlungen der Länder. Wir haben Ende Januar eine Tagung hier im Hause, eine Assembly durchgeführt, Beyond Borders hieß sie, und wir haben über alternative Grenzziehungskonzepte gelernt. Unter anderem haben wir vom sogenannten Smart Border Konzept erfahren, etwas, das eine Teilautomatisierung der Grenzüberschreitungen innerhalb der EU ermöglichen soll, bei denen dann Gesichtserkennungssoftware und Daten und Fingerabdrücke etc. abgenommen werden und in die sogenannte EES-Datenbank, also für Entry-Exit-System, übertragen werden, oder ein anderes System, das eben Grenzen gewissermaßen wie Filter betrachtet, ist das sogenannte ETIAS, European Travel Information and Authorization System. Wenn die Frontex nun diese Daten nutzen kann, sie ist Teil der EU-Agentur, sie ist aber selber keine, ich habe es eben, glaube ich, Exekutive genannt, wo ist da das Problematische? Nochmal die Frage an Sie auch, Herr Monreuer, verzeihen. Warum ist das problematisch? Da ist es tatsächlich so, muss man sagen, also was diese neuen Datenbanken betrifft, die sind umfangreich, die sind uferlos. Da profitiert Frontex nicht unmittelbar davon. Also Frontex soll jetzt nicht eigene Datensammlungen anlegen, aber wenn ich jetzt gesagt habe, Frontex bekommt immer mehr Macht, also das Standing Corps, die ständige Reserve, die mit Waffen in Drittstaaten eingesetzt ist, wenn dort Personen festgestellt werden, dann werden die auch kontrolliert. Und bislang macht das der Gaststaat. Also in Albanien durften nur albanische Polizistinnen und Polizisten Kontrollen durchführen. Aber jetzt darf das auch Frontex. Und damit Frontex auch die einschlägigen Datenbanken abfragt, muss die Genehmigung natürlich erteilt werden. Also alle EU-Behörden, Polizeibehörden dürfen die einschlägigen Polizeidatenbanken abfragen. Frontex soll das eben zukünftig auch können und deswegen auch zugreifen können auf diese neuen Systeme. Dazu will ich noch eine Sache sagen. Also Sie hatten das ETIAS erwähnt, also das ist nachempfunden dem US-System ESTA. Wer mal in den USA gewesen ist, kennt das, man muss sich vorher anmelden. Das hat überhaupt nichts mit Visum zu tun, das braucht man unter Umständen sogar noch zusätzlich, wenn man lange bleiben will. Das ist einfach nur eine Anmeldung, ich komme dann und dann über diesen und jenen Grenzübergang zu touristischen Zwecken beispielsweise. Und seit 2013 forscht Frontex an einem Lügendetektor, dass man also diese Angabe online macht, mit der eigenen Webcam und eine Software dann untersucht, ob ich, während ich da meine Angaben einspreche, mich verdächtig mache, ob meine Mundwinkel zucken oder die Augenwinkel, ob da irgendwie was vielleicht nicht stimmt.
Wenn die Software keinen Hinweis findet, dann kann ich durch automatisierte Kontrollgates durchgehen, ohne dass ich einen Grenzbeamten überhaupt persönlich treffe. Also ne, so die Grenzkontrolle für Privilegierte, sage ich jetzt mal, soll so sanft und unauffällig wie möglich passieren. Wenn die Software aber irgendwas an mir entdeckt, was vielleicht nicht stimmt, dann vermerkt die quasi, bitte nochmal händisch kontrollieren und dann werde ich rausgewunken an der Grenze. Das beforscht Frontex seit 2013. Das wird zwar im ersten Rollout von ETIAS nicht eingeführt werden, aber Sie können sich vorstellen, wie die Biometrieindustrie natürlich genau auf solche Anwendungen drängt. Und da sind wir wieder bei den Lobbyisten, weil genau dafür lobbyieren die gerade. Beziehungsweise bei dem grundsätzlichen Dualismus wahrscheinlich jeglicher Art der Technologie. Herr Radisoglu, die Anschlussfrage an Sie. Grenzüberwachung zu Land, teilautomatisiert, aus Perspektive einer NGO wie der HPI. Ist die Automatisierung von Grenzüberwachung oder zumindest Teilautomatisierung etwas Wünschenswertes für Sie persönlich? Nee, also absolut nicht. Da kann man sicher drüber nachdenken innerhalb der EU, wo quasi de facto eine freie Bewegung möglich ist für jeden EU-Bürger, jede EU-Bürgerin. Wenn es allerdings um Außengrenzen geht und dann die Staaten das als illegale Migration sehen. Also der grundsätzliche Punkt ist natürlich für mich persönlich und für viele bei uns, dass wir generell gegen eine Beschränkung sind, dass Menschen sich nicht frei bewegen dürfen, migrieren dürfen, weil für mich persönlich macht es keinen Sinn, dass ein Italiener nach Deutschland kommen darf, aber eine Somalierin nicht. Ergibt keinen Sinn in meinem Kopf. Aber wenn man mal davon absieht, ist das große Problem ja jetzt rein legalistisch betrachtet quasi, dass eine Prüfung des Asyls stattfinden muss, die so viele Faktoren betrifft eines persönlichen Schicksals, warum Menschen verfolgt werden in der Heimat, ob es eine politische Verfolgung gibt, ob es eine Verfolgung gibt wegen einer sexuellen Orientierung oder, die so komplex ist, dass man das, glaube ich, unter keinen Umständen irgendwie automatisieren könnte, um über einen positiven oder negativen Asylbescheid zu entscheiden. Vielen Dank dafür. Ein letzter Aspekt, den ich gerne noch ansprechen würde, ist exakt die Sprache. Denn wenn man sich die Website von Frontex, die Kommuniqués, Pressemitteilungen, Berichte, die von der Agentur veröffentlicht werden, anschaut, dann fallen da Begriffe, die auf den ersten Blick eigentlich ganz gut klingen, aber irgendwie auch ein bisschen missverständlich sind. Also es ist beispielsweise immer wieder die Rede von starken Außengrenzen. Was soll das eigentlich heißen? Und die Frage gebe ich zuerst vielleicht an die Journalistin, an die Frau Lobenstein, wenn Sie antworten könnten. Ja, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen als EU. Heißt starke Außengrenzen, dass wir dort besonders stark daran sind, Menschen abzuwehren, die zu uns wollen, aber dafür kein Visum haben? Oder wollen wir auch darauf achten, dass dort in besonders starker Art und Weise die Grundrechte zur Geltung kommen, auf die wir uns irgendwann mal alle geeinigt haben? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Und was mich beim Thema Sprache auch immer wieder beschäftigt, ist, dass wenn man zum Beispiel Politiker und Politikerinnen, die damit befasst sind, also die Innenminister zum Beispiel, reden hört, dass das so eine Sprache ist, die immer sehr in die Zukunft geht. Also wir warten auf die europäische Lösung. Darauf warten wir jetzt seit sehr vielen Jahren. Und wenn diese Lösung beinhalten soll, dass wir dieses Dilemma irgendwie zu knacken versuchen, also das Dilemma, dass wir, wenn wir jetzt realpolitisch auf die EU kommen, nicht alle Menschen reinlassen können. Ich glaube, das fordert auch fast niemand. Aber dass wir irgendeine Balance finden zwischen einer Grenzkontrolle, einer staatlichen Souveränität, die kein EU-Staat, finde ich, zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen aufzugeben bereit ist, aber eben auch all die Aspekte beachten, die uns mal wichtig waren, dass Menschen, die Schutz suchen, den auch bekommen können, dass sie ein Recht darauf haben, dass diese Schutzbedürftigkeit geprüft wird. Und das passiert eben nicht. Und was mein Eindruck ist, ist, dass durch dieses Sprechen, dieses zukunftsgewandte Sprechen, wir müssen die Ungarn irgendwann überzeugen, damit wir einen Kompromiss irgendwann in der Zukunft finden, so ein bisschen unter den Tisch fällt, was heute schon möglich wäre. Also es gibt durchaus praktische Vorschläge, wie man in der jetzigen vertragten europäischen Lage mit diesem Grenzproblem umgehen kann. Es gibt zum Beispiel Vorschläge, dass die Städte nach vorn preschen sollen, also dass man versucht,
zumindest in dem kleinen Ausmaß, wie das eben möglich ist, Städte, die aufnahmebereit sind, auch Städte, die in Staaten liegen, die eigentlich eine sehr restriktive Migrationspolitik fahren, dass man denen mehr Befugnisse gibt, zum Beispiel einen Fonds einrichtet in Brüssel, wo eine Stadt wie Danzig zum Beispiel, die in Polen liegt, was bekanntermaßen ein Staat ist, der nicht besonders viele Asylbewerber aufnehmen möchte. Diese Stadt aber gesagt hat vor einigen Jahren, wir würden das tun. Also darüber könnte man nachdenken. Vor allem glaube ich aber, gerade mit Blick auf die Pandemie, es gibt seit Jahren legale Zugangswege über die UN-Resettlement-Programme. Die sind wegen Corona massiv nach unten gefahren worden, einfach weil es schwierig war, zu Beginn zumindest die Menschen zu testen, ausfindig zu machen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, es würde gut tun, diese Sprache einmal in die Gegenwart zu holen und darüber zu reden, was jetzt möglich wäre. Und zum Beispiel wäre es möglich, mit Hilfe des UN-Flüchtlingswerks Menschen auszuwählen vor Ort, die besonders vulnerabel sind und möglichst sicher mit dem Flugzeug nach Europa zu bringen. Vielen Dank für das Statement, für die Einschätzung. Sie haben es schon gesagt, mit Corona sind natürlich diese Verflechtungen in einer globalisierten Welt, das ist ganz offensichtlich, aber ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns das allen nochmal deutlich gemacht, wie transregional, transnational wir alle miteinander verbunden sind. Ich würde gerne eine letzte Frage jeweils an Sie drei stellen. Es ist explizit eine Meinungsfrage, nach Ihrer persönlichen Meinung gefragt. Und ich würde gerne mit Herrn Radisoglu anfangen. Ist es Ihrer Meinung überhaupt nach noch überhaupt zeitgemäß, Grenzen geopolitisch zu definieren? Müssten wir sie nicht eigentlich grundsätzlich anders denken? Mit anderen Worten, bräuchten wir alternative Grenzziehungskonzepte? Und wenn ja, welche wären das Ihrer Meinung nach? Ja, definitiv. Das habe ich ja vorher schon anklingen lassen, dass es meiner Meinung nach zumindest, wenn es um Migration geht, also wenn es um organisatorische, administrative Fragen geht, glaube ich, macht es Sinn, dass man eine Regionalisierung hat, wie auch immer die dann aussieht, dass das natürlich irgendwie in verschiedenen Regionen der Erde vielleicht andere administrative Herausforderungen wichtig sind. Wenn es aber zu Migration kommt, müsste meiner Meinung nach weltweit eine freie Migration möglich sein. Und man hat es in der Geschichte immer wieder gesehen, dass egal, ob es erlaubt war oder eben nicht, es immer Migration gab, immer geben wird, transkontinental auch oder innerkontinental. Und man wird, egal wie hoch man Mauern oder Zäune baut, Migration niemals verhindern. Wofür man aber mit Mauern und Grenzen und Abschreckungsmaßnahmen sorgt, ist, dass Menschen sterben, weil sie migrieren möchten. Und das ist meiner Meinung nach fernab von jedem humanitären Gedanken, der für mich nicht tragbar ist. Von daher müsste es einfach eine freie Wahl des Aufenthaltsorts geben, auch vielleicht vor dem Hintergrund Anreize zu schaffen, bestimmte Ausbeutungsmechanismen und so weiter zu unterbinden, die vielleicht dann weniger stattfinden würden, wenn es einen Anreiz gäbe, dass es in Heimatländern den Menschen besser ginge und so weiter. Von daher glaube ich, dass diese Angst, es können nicht alle zu uns kommen, auch unbegründet ist, weil es wollen auch nicht alle zu uns kommen. Das wäre meine Utopie für die Zukunft, dass jeder dorthin gehen kann, wo die Menschen möchten, die Person möchte, und was natürlich im Prinzip auch hier eine extreme Schieflage herrscht, weil ich mit meinem europäischen Pass kann quasi die ganze Welt ohne irgendwelche Probleme bereisen. Umgekehrt geht es aber ganz, ganz oft nicht. Exakt. Herr Monroy, dieselbe Frage an Sie. Sind Sie der Meinung, dass wir alternative Grenzkonzepte brauchen? Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Also ich bin in meiner politischen Arbeit zu der Überzeugung gekommen, dass die allermeisten und die allerschlimmsten Kriege entweder im Namen, also Kriege, Kreuzzüge, im Namen der Religion geführt wurden oder eben im Namen der Verteidigung von irgendwelchen Nationen. Nationen sind für mich Konstrukte, das ist ja nichts Natürliches, was einem jetzt angeboren wäre oder sowas, sondern das hat sich halt irgendwer ausgedacht und viele finden das gut, ich finde das nicht gut. Und aus dieser Logik heraus nehme ich eben auch so vielleicht nochmal aus anderen Motiven, aber letztlich kommen wir da zum gleichen Schluss. Also wie Herr Radisoglu
die Konzepte von Grenzen, von Nationen auch ab. Und deswegen bin ich vielleicht ja im Herzen auch irgendwie Europäer, aber da hört es für mich auch nicht auf. Also die Aufhebung der Binnengrenzen in Europa, die ja übrigens auch wieder zurückgedreht wird, unter dem Schlagwort Migrationskrise, sogenannte. Also das hilft uns natürlich auch nicht viel weiter, wenn wir innerhalb der Europäischen Union zwar die Grenzen für Privilegierte aufheben, aber gleichzeitig die Außengrenzen verstärken, was ja übrigens genau die Gründungsmotivation für Frontex war. Also zu sagen, wir heben die Binnengrenzkontrollen auf und verstärken dafür die Außengrenzkontrollen und schaffen dann so eine Einrichtung wie Frontex. Und vielleicht kommt daher meine ganz große Skepsis gegenüber der Grenzagentur und mein Engagement dagegen. Und liebe Frau Lobenstein, Ihre Meinung? Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Also auf einer theoretischen Ebene finde ich das total fruchtbar, mit so Utopien, wie Sie, Herr Radisoglu, Sie gerade benannt haben, sich zu beschäftigen. Allein schon, um zu prüfen, ob so ein paar Gewissheiten, die wir über Migration und Flucht haben, eigentlich stimmen. Also als ein Beispiel, wir sagen ja oft, wenn es einmal jemand zu uns schafft, dann bleiben die ewig hier. Das ist ja so ein Argument, was man häufig hört. Da gibt es mittlerweile einfach Forschung, die sich zum Beispiel mit dem Phänomen der zirkulären Migration befasst, also mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn zum Beispiel marokkanische Erntearbeiter nach Spanien dürften und danach aber wieder zurück. Ne? Also da merkt man, oft ist Migration eben auch ein Weg, um Geld zu verdienen. Also wenn wir jetzt dezidiert nicht über Asyl sprechen, sondern wirklich über Arbeitsmigration, die ja einen großen Teil derer auch ausmacht, die über Grenzen kommen. Das finde ich absolut fruchtbar. Ich finde auch wichtig, sich mit solchen Utopien zu befassen. Ich glaube, man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir in den letzten Jahren innerhalb der EU gesehen haben, wie krass das eine Staatengemeinschaft auseinanderrütteln kann und was da auf dem Spiel steht. Deswegen finde ich, sollte man einfach schauen, was möglich ist, ohne dass man alle, also was möglich ist an Grenzkontrolle, ohne sozusagen sämtliche Menschenrechtsstandards über den Haufen zu werfen. Also wenn Grenzen weiter bestehen, und ich glaube, das werden sie in den nächsten Jahren tun, alles andere, glaube ich, ist utopisch, finde ich, sollten wir uns darauf konzentrieren, wie schaffen wir es, dass Menschen dort legal drüber kommen, die ein gutes Recht dazu haben. Also den Ausbau der legalen Fluchtwege zu stärken, bessere Zuwanderungsgesetze zu machen für all die bei uns arbeiten wollen. Das halte ich für total wichtig, auch mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Radisoglu, dass eben sehr viele Menschen trotzdem kommen, egal wie hoch wir diese Mauern bauen. Und wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass das Menschen sind, die zum Teil hochtraumatisiert in die EU gelangen, die verprügelt werden an den Grenzen von unseren Grenzbeamten, die hochgefährliche Fahrten übers Meer auf sich nehmen und bei uns ankommen als hochtraumatisierte Menschen, die man auch auf anderem Wege, auf sicherem Wege hätte zu uns bringen können. Obwohl wir schon über der Zeit sind, die Gelegenheit, Ihnen beiden eine Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten. Denn sonst müssen wir vier, und es tut mir leid, an der Stelle dann doch beenden zu müssen, eine andere Gelegenheit finden, dieses super spannende Gespräch fortzuführen. Wie bei Ihrer Diskussion vorhin auch schon, es fällt mir wirklich schwer, das jetzt hier zu beenden, aber ich habe die traurige Pflicht, die Assembly Above Borders auch zu schließen. Und ich möchte natürlich allen Beteiligten des heutigen Tages sehr herzlich danken. Katharina Lobenstein, Matthias Monroy, Manos Radisoglu, unseren ganz herzlichen Dank an Sie drei. Ein Dankeschön natürlich auch an die ExpertInnen des Zeppelin-Museums von heute Vormittag, Jürgen Bleibler, Barbara Weibel, Katrin Wurzer und Felix Banzaff. Und ein besonderer Dank natürlich der Direktorin des Zeppelin-Museums, Dr. Claudia Emmert. Unser Dank geht natürlich auch an die Kulturstiftung des Bundes, die unsere Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit großzügig fördert, sowie unserem Medienpartner SWR 2. Ganz besonders danke ich natürlich allen Beteiligten hinter den Kameras für die großartige professionelle Arbeit, nämlich meinem Team Charlotte Ekler, Susanne Nikeleit, Selina Rapp und ganz besonders meinem Kollegen Yannick Scheurer. Kleiner Hinweis in eigener Sache, der letzte Versprecher zum Schluss. Nächsten Donnerstag am 30.09. um 19 Uhr sehen wir Sie hoffentlich wieder, ob virtuell oder hier vor Ort. Kommen Sie gerne ins Museum zu Open House, und zwar zum Vortrag Spies in the Skies, britische Militäraufklärung und Spionage im Berlin des Kalten Kriegs. Wir hören Jan Behrendt vom Militärhistorischen Museum in Berlin-Gatow, live aus dem Zeppelin-Museum und auf debatorial.de, YouTube und Facebook. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zusehen und bleiben Sie alle gesund.
Tschüss.